Herzlich willkommen zu diesem weiteren Video von mir. Und zwar zeige ich euch heute das perfekte Fitness-Müsli, bei dem ihr ultimativ gut Muskeln aufbauen werdet. Also das Müsli ist speziell für den Masseaufbau geeignet. Und ja, vorab haben wir hier erstmal Haferflocken. Die tun wir komplett rein, 500 Gramm. Sind ja fast 2000 Kilokalorien. Aber Freunde, das müsst ihr weghauen. So, wenn ihr das Ganze geöffnet habt, habe ich hier schon eine Schüssel vorbereitet. Diesmal eine relativ große Schüssel. Da leert ihr das ganze Müsli einfach rein. So, wenn ihr das getan habt, würde ich sagen, knallen wir noch etwas Glutamin rein. Das braucht jeder, der im Fitness so aktiv ist. Ein Löffel reicht da vollkommen. Dann fehlen hier natürlich noch BCAAs, die knallen wir einfach auch rein. Auch ein Löffel. Das reicht völlig. So. Natürlich war es das jetzt noch nicht. Das würde ja euch auch überhaupt gar nicht schmecken. Gerade das Glutamin und BCAA sind auch geschmackslos gewesen. Schmeckt dann sowieso nicht. Dann haben wir hier noch eine 3,5% Vollmilch. Die lernen wir auch komplett rein, sollten in etwa 600 Kilokalorien haben. So. Das Ganze lernt ihr auch komplett rein. So. So, da euch das Ganze jetzt höchstwahrscheinlich noch nicht schmecken würde, haben wir hier noch ein Schoko-Krokant-Müsli mit 500 Gramm. Ich würde mal sagen, wir leeren ungefähr nur die Hälfte rein. Dann sind wir auch schon bei knapp 1000 Kilokalorien. So, das wäre auf jeden Fall das für den Geschmack gewesen. Ich persönlich bevorzuge es, wenn wir noch etwas von dem Kakao-Drink hier hinzugeben. Hat natürlich relativ viel Zucker, aber in der Massephase könnt ihr euch das auch erlauben. Ich würde hier einfach mal ein bisschen hinzugeben. So, das sollte auch schon reichen. Ja, um auf Nummer sicher zu gehen, müssen wir unser Eiweiß natürlich auch einnehmen. Hier habe ich das Eiweiß von ZEK Plus. Da geben wir auch auf jeden Fall einen Löffel hinzu. Eigentlich ist da schon genug Eiweiß enthalten. Aber speziell das Eiweiß von ZEK Plus kann man natürlich dauerhaft einnehmen. So, speziell wenn ihr das fertig habt, könnt ihr das Ganze auch umrühren. Das mache ich gleich. Und ja, nebenbei noch sei noch gesagt, dass ihr noch die drei Sachen dazu einnehmen solltet. Zum einen Kreatin, ich habe hier Kreatin AKG, dann Zinktabletten von Health Plus und noch Vitamin D, auch von Health Plus. Das sollte es dann auch soweit gewesen sein. Hier ist natürlich alles Mögliche enthalten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und folgt mir auf Instagram. Peace, Leute!